So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Watch Dogs Legion und ja. In der letzten Folge haben wir dem komischen der Bauarbeiter ein bisschen geholfen. Das, was ich eigentlich machen wollte. Jetzt muss ich gerade was gucken. Die nächste Mission heißt übrigens, melde mich zum Dienst. Das ist halt genau das, was wir doch zuletzt gemacht haben. Eigentlich dachte ich mir, ich könnte hier eine Operation sprengen, aber scheinbar nicht. Gut, dann gucken wir mal gerade, wie weit das überhaupt bis zur nächsten... das ist ein ganzes Stück. Was ist denn das hier? Ach, das ist das Versteck. Okay, dann brauchen wir doch nicht so weit zu laufen, sondern wir gehen einfach zu... Wir gehen einfach mit dem Dings... Wir machen einfach per Schnellreise. Dauert natürlich jetzt einen kleinen Moment, weil der laden muss. So, also, wir sollen mal raus aus dem... Wir gehen auch raus, keine Sorge. So. Auch hier müssen wir wieder laden. Anzeichen eines Derzeg-Aufstands haben das Parlament veranlasst, Albion den Einsatz tödlicher Waffengewalt zu erlauben. CEO Nigel Cass meinte dazu: Die Derzeg-Terroristen werden schnell herausfinden, dass Albion im Gegensatz zur Polizei dieser Stadt kampferprobt und erfahren ist. Das Büro des Premierministers nannte den Schießbefehl eine drastische, aber notwendige Maßnahme. Du kommst wie gerufen. Sicherheit Londons. Hier, deine neue Ausrüstung. Ah, da sind wir schon in der Mission drin. Der Zweck ist kein Spiel, oder? Man kann nicht tagsüber normal leben und nachts ein Widerstandskämpfer sein. Aber was ist schon normal? Wenn die Bullen dich nur für dein Aussehen einbuchten? Das musst du mir nicht sagen. Ich weiß, dass ich etwas ändern muss. Ich habe nur Angst, alles hinter mir zu lassen. Du gibst es nicht komplett auf. Du kämpfst, um das zu beschützen, was dir gehört. Ja. Du hast recht. Ich bin bereit. Willkommen im Widerstand, Bro. Ja, willkommen in der Truppe, Danny. So schnell hast du mal eben kurz einen neuen Job. Da bist du mal eben kurz in der Widerstandsorganisation. Ja, willkommen an Bord und so weiter. Die Ansprache kommt später noch. Jetzt brauchen wir erstmal dich und deinen großen, starken Drohnenfreund, um einen Server vom Dach der SRAS-Zentrale zu klauen. Kriegst du das hin? Bin unterwegs. Okay, das machen wir als nächstes. Dann müssen wir hier hoch. Ich guck gerade, ob ich mir irgendwie ein Auto organisiert bekomme. Lass mich raten. Da darf ich jetzt... das ist, glaube ich, so keine gute Idee, da jetzt irgendwie mehr mir ein Auto zu organisieren von den Agenten. Na, ich gucke gerade, dass ich mir definitiv noch, jetzt mal ein Auto organisiere, dass nicht da irgendwo einer von den... Und den Agenten in der Nähe steht. Gut. So, Musik habe ich aus. Habe ich schon in der letzten Folge gemacht. Ja, ich weiß, dass hier immer mal wieder Technikpunkte versteckt sind. Die machen wir auch noch. Habe ich jetzt aber jetzt... Will ich gerade nur die... Zumindest mal mit der Mission in den Anfang ein bisschen reinkommen.
Okay, hier sind wir. Begib dich zum Schauplatz des Raubes. Ich bin da. Ich markiere den Server mit AR-Rekonstruktionssoftware. Er ist außer Reichweite. Du brauchst also eine Schwerlastdrohne, um ihn zu stehlen. Ah, da kommen wir. Halte das Charakter, um die Frachtdrohne zu rufen. Guck gerade. Habe ich irgendwo eine? So, ich verlasse mal das Auto. Ah, hier. Klettert auf die Frachtdrohne und kapere sie, um auf hier rumzufliegen. Warte mal. Komm runter jetzt. Jetzt. So, die Frage ist, kann ich das Ding jetzt irgendwie... Ah, hier. Kapern. Ja, das muss ich jetzt. Warte mal, kann ich die wegnehmen? Nee, brauche ich jetzt gerade nicht. Ich versuche gerade mich ein bisschen zu organisieren. Fliegen wir mal zu dem Punkt. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich glaube hier. Genau. Okay. Kann ich die jetzt da mitnehmen? Oh, tschüss. Wo muss ich denn da jetzt hin? Weil ich weiß, das ist Sperrgebiet, aber ich verkrümel mich mal. Ich glaube, es hat gerade keiner von denen wirklich interessiert, dass ich den jetzt gerade irgendwie mir was mitgenommen habe. Cool. Haben wir es doch. Okay, der Server ist im Fahrzeug verstaut. Jetzt bist du dran. Oh, und fahr vorsichtig. Wir wollen ja nicht, dass du in die Luft fliegst. Ah. Ich fasse es immer noch nicht, dass mich ein Computer dazu überredet hat. Danke, Mann. Gut, jetzt sind wir mit dem nächsten Kollegen unterwegs, den wir ja noch mit dazu geholt haben, der uns hoffentlich jetzt ein bisschen hilft. Das machen wir auf jeden Fall. Die Mission machen wir auf jeden Fall heute noch. In der Folge hier. Einschalten. So, wo müssen wir jetzt hin? Starte den AR. Ach so, ich brauche gar nicht in den LKW zu steigen. Ich gehe einfach zu der Kiste rein und guck mir das ganze Ding mal einfach an. CTOS AR. Datenrekonstruktion läuft. Das passt. Bleib in der Gegend, bis ich genug Daten auf den Server runtergeladen habe. Nein, bisher ist ja hier noch nicht viel an Zeitpräsenz. Download abgeschlossen. Ich Dankeschön. Brauche mehr Daten, also schicke ich dir die Koordinaten zu einem neuen Ort. Jetzt müssen wir an den LKW. Okay. Da hoch müssen wir, okay. Na dann. Entschuldigung. Das ist brillant. Schaut euch das an. Es sammelt Daten von der Überwachungsinfrastruktur. Nahen CTOS-Drohnen, zivilen Optics, Kameras und setzt aus diesen Bruchstücken dann zusammen, was vor 24 Stunden an diesem Ort passiert ist. Fantastisch! Ich muss mich doch ein bisschen gerade an diesen Linksverkehr gewöhnen. Gefühlt ist das für mich einfach die falsche Seite, aber... Ah, kriegen wir schon hin.
Ich glaube, das Spiel ist es. Dem Spiel ist es egal, wenn wir hier ein bisschen mal den gewohnten Weg machen. So, da sind wir. Verlasse das Fahrzeug. Okay. Dann sollen wir da hoch. Okay. Und dann machen wir das. CTOS AR. Datenrekonstruktion läuft. Daten aus Optik, CTOS-Kameras, Mikrofonen, Laptops. Meinst du, der SARS guckt damit manchmal Leuten beim Vögeln zu? Oder benutzt er es überhaupt für irgendwas anderes, als Leuten beim Vögeln zuzuschauen? Bagley, wir haben Gesellschaft. Shit, kannst du deine neuen Freunde irgendwie loswerden? Sie vielleicht zu einem Töpferkurs einladen? Und oder ihnen unangenehm persönliche Dinge erzählen? Ganz egal wie, komm einfach nur heil am letzten Zielort an. Na, dann gut. Was soll's? Übertragung abgeschlossen. Mir fehlt ein letzter Datensatz. Ich schicke dir die Koordinaten des nächsten Orts. Piccadilly Circus. Ich habe die Drohne kurz deaktiviert. Das war, glaube ich, Gott sei Dank sogar richtig, weil diese Drohne hätte uns nur vielleicht sogar den anderen Ärger machen können. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Auch da liegt wieder ein Technikpunkt. Das sind diese grünen Vierecke. Das sind diese Technikpunkte. Müssen wir mal gucken, dass wir da zwischendurch mal noch welche einsammeln, um uns zu verbessern, um Waffen zu verbessern und uns zu verbessern und alles. Oder unsere Freunde zu verbessern. Aber ich mache keine Sorge, ich mache das noch. Ich muss doch mal durch. Entschuldigung. Was Großes, Dickes kommt hier mal an und will hier durch. Ja, wir momentan spielen wir ja ein bisschen Watch Dogs statt Minecraft. Minecraft liegt daran, dass es jetzt vielleicht auch erst im September wieder weitergeht, wissen wir noch nicht. Es haben immer wieder Leute aus der Crew nicht wirklich die Zeit und deswegen dachte ich mir, jetzt machst du dir mal wieder ein. Was ist immer wieder ein Projekt? Ich weiß jetzt hier vorne. Das ist hier so ein. Schade, nicht schnell genug. Ich muss mal, was er gemacht hätte, wenn ich den jetzt. Der fährt aber auch wie sonst was, ne? Ist das überhaupt einer? Alter. Ja. Ich muss hier mal durch. Ja, jetzt vor dem. Ah. Nehmen wir das mal mit. Sie sind immer noch an mir dran, Bagley. Die Drohnen dürfen den Server nicht zerstören, bevor ich fertig bin. Steig aus und kümmere dich um sie. Schieß auf sie. Schmeiß Steine nach ihnen. Mach sie psychologisch mit Cybermobbing fertig. Beschäftige sie einfach, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Wir setzen der Verfolgungsjagd ein Ende. Geh in Deckung! Ach so, durch die Streifen kann ich auch durchschießen. So. Oh ja, ich muss da gerade raus. Das ist das, was sie mir mal in der Vorschau gesagt haben. Was mache ich bloß?
tot. Okay, ich hab's. So, wir können diesen Server nicht ewig mit uns rumschleppen. Und unsere Spuren sollten wir auch verwischen. Ich höre. Ich werde die CPU überladen und eine Spannungsspitze verursachen, die die Batterie ruiniert. Der elektromagnetische Impuls sollte sowohl den Server als auch die Drohnen zerstören. Also hau lieber ab. Ein EMP-Stoß. Wow. Mann, ich dachte, ich wäre erledigt. Ja, wir sind sehr beeindruckt, dass ich dich nicht umgebracht habe. Aber freu dich nicht zu früh. Die nächste Mission wartet. Verdächtige in ihrer Umgebung gemeldet. Möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Zentrale, wir haben Mission abgeschlossen. Alle Einheiten, bringt die Zielperson zum Stehen. Zentrale, könnte ich etwas Unterstützung kriegen? Ende. Ich habe Hinweise, mit denen wir mehr über Zero Day und die Anschläge. Dankeschön, dass ihr mir so netterweise ein Auto dagelassen habt. Ich habe das Signal der Toan-Konferenz abgefangen, das seit der Nacht der Anschläge in Endlosschleife sendet. Untersuch das mal. Vielleicht kannst du ja die neue AR-Technologie nutzen, die wir gestohlen, die wir uns geborgt haben. Ach, da oben. Keine Bewegung, sonst werden sie festgenommen. Achtung, haben die Verfolgung aufgenommen. Ich muss mal hier raus gerade. Ich wunderte mich gerade, warum ich hier mit dem roten Punkt verfolgt werde. Ich dachte mir, okay, das ist erst das Auto. Aber es ist nicht das Auto gewesen, das ist hier. Zielperson hat Kontrollpunkt passiert. Los, los! Scheiße. Jetzt haben wir natürlich noch eine kleine Verfolgungsjagd. Die Zielperson ist in Sicht und hat einen Checkpoint durchquert. Zentrale, wir verfolgen die Zielperson. Halte das Zielfahrzeug auf. Ich muss die Karre, muss man erst mal gucken. Dass ich hier gerade den Kopf los werde. Zentrale, der Fahrer verursacht ein verfluchtes Chaos. Ja, und? Geht mir irgendwie auf den Sack. Verfolgung aufgenommen. Ich wiederhole, Verfolgung aufgenommen. Gibt es hier nicht irgendwie mal eine U-Bahn oder so, wo ich hin kann? Entschuldigung, alte GTA-Krankheit. Schalte das Fahrzeug aus jetzt! Oh nein. So, habe ich sie jetzt gerade. Ich bin irgendwie gerade losgeworden. Und erledigt. An alle Einheiten zurückziehen. Zielperson ist verschwunden. Glück gehabt. So. Die Signalquelle, das finden wir, machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen.